Ein herzliches Willkommen bei Meyers TV 84, Part 2 in der Einzelfallbetreuung, Thema Pseudo-Freunde. Ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Bei Jugendlichen, also ich lese es mal vor, bei Jugendlichen ab der Pubertät ist es oft so, wenn sie eher der Kumpeltyp sind, äußerlich nicht so gut aussehen wie andere, geistlich oder körperlich nicht so fit sind, aus gesundheitlichen Gründen sich Freunde zu erfinden. Das machen Kinder auch schon. Abends zum Beispiel, da war mein Kumpel abends und hat mit mir gespielt. Ja, machen manche Kinder auch so. Aber es geht hier um Jugendliche, sich Freunde zu erfinden, auch Pseudo-Freunde genannt. Ja, behaupten schon Sex zu haben oder ja, behaupten in einem Zeitraum an verschiedenen Orten zu sein, um in der Gruppe natürlich cool zu wirken und vor allen Dingen vor den Freunden, die dann nicht so richtig hinhören wahrscheinlich. Dies ist ganz normal und kommt in der Altersspanne von 12 bis 17 Jahren oft vor. Ganz einfach, damit sie nicht hinterherhängen als andere. Eltern, Lehrer und Betreuer bekommen das natürlich mit. Die sind ja nicht so dumm, wie sie aussehen manchmal. Aber sagen sollte man dazu nichts. Weil das ist denen ja Werdegang, das sollen sie so machen. Die werden ja älter und erwachsener. Gespräche sollten deswegen nicht extra auch geführt werden. Außer wenn es jetzt, da sich das von alleine regelt. Einfach drüber weghören, aber in Beobachtung behalten. Da dies auf Dauer zum notorischen Lügen verleitet. Deswegen muss irgendwann muss die Grenze gezogen werden, wenn es nochmal so weit geht. Bei Kindern kommt dies auch vor, aber in harmloser Form, das was ich gesagt habe. Da hatten wir gespielt, fertig. Ganz wichtiger Punkt, sollte ein Kind behaupten, dass es schon Sex hatte, sofort handeln, zum Arzt und zum Psychologen gehen. Man weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, aber es sollte sofort überprüft werden. Weil ich glaube, Kinder sagen das oft nicht ohne Grund, weil die wissen ja nicht, um was es sich handelt. Und die kennen zwar das Wort, aber haben. Die kennen ja nicht den Zusammenhang davon. Gut, okay, das war's für den Punkt. Und dann viel Spaß bis zur nächsten Folge.